Stellt sich jetzt aber vielleicht die Frage, wie können wir denn die Schaltung vielleicht verändern, dass wir doch zwei LEDs betreiben können? Und anders formuliert, was muss ich denn ändern? Was stört mich eigentlich? Naja, das ist ja nun mal so, dass die LEDs LEDs sind und die brauchen jetzt ihre 1,8 Volt und ihre 20 mA. Daran können wir also nichts ändern. Das hier ist fix. Das muss man einfach mal als gegeben hinnehmen. Des Weiteren wissen wir, dass wir, wenn der Transistor als Stromverstärker arbeiten sollte, hier eine gewisse Restspannung brauchen, nämlich UCE-min, also eine minimale Spannung von 0,6 Volt. Dann funktioniert es auf jeden Fall. Wenn wir das jetzt hier aber als gegeben hinnehmen, das hier auch als gegeben hinnehmen und das hier auch als gegeben hinnehmen, naja, was kann denn da nicht passen? Dann kann ja eigentlich nur nicht passen, dass hier unten auch 2,6 Volt an dem Emitterwiderstand übrig bleiben. Das geht halt nicht. Wenn ich hier 1,8 habe, hier 1,8, dann habe ich in diesem Bereich hier 3,6. Wenn ich jetzt noch die 0,6 dazu haben will, dann bin ich schon bei 4,2. Damit bliebe hier unten maximal eine Spannung übrig von, und die trage ich jetzt mal rot ein, von 0,8 Volt. Und wenn ich dann unten 0,8 Volt haben wollen würde, dann wären auch hier die 130 Ohm für den Emitterwiderstand Quatsch. Denn dann bräuchten wir für den Emitterwiderstand 0,8 Volt geteilt durch 20 mA. Und 0,8 Volt durch 20 mA wären 40 Ohm. Naja, wie passt das jetzt wiederum hierzu? Da werden wir auch feststellen, dass das nicht zusammengeht. Denn dass ich hier 0,8 Volt haben will, passt nicht dazu, dass ich hier eine GPIO-Spannung von 3,3 Volt habe. Das heißt, wir müssen die Schaltung erweitern. Und das werden wir jetzt im Laufenden, im Folgenden tun. Wir möchten also am Emitterwiderstand eine Spannung von 0,8 Volt haben. Gleichzeitig haben wir ja wie gehabt ungefähr eine Basis-Emitter-Spannung von 0,7 Volt. Das bedeutet, dass wir an diesem Punkt hier, wo wir vorher mal den GPIO-Pin direkt angeschlossen haben, eigentlich jetzt gegen Masse gerne eine Spannung von 1,5 Volt hätten. Unser Problem ist aber, der Raspberry Pi liefert an seinem GPIO-Ausgang 3,3 Volt und naja, den Raspberry Pi können wir nicht verändern. Die Frage wäre jetzt also, wie kriegen wir es hin, ja, ich sag mal, hier eine Verbindung herzustellen. Was müssen wir tun, damit dieser GPIO-Pin oder, ja, ich sag mal, diese Quelle hier, hier hinten 1,5 Volt erzeugt? Oder noch präziser formuliert, welche Schaltung haben wir denn mal kennengelernt, die aus einer größeren Spannung eine kleinere Spannung erzeugen kann? Denkt da mal für einen kurzen Moment selber drüber nach. Das war der Spannungsteiler. Die Idee könnte jetzt also sein, hier einen Spannungsteiler einzubauen. Das könnte beispielsweise so aussehen. Wir erinnern uns, ein Spannungsteiler ist eigentlich eine Reihenschaltung von zwei Widerständen, wobei man hingeht und zwischen beiden Widerständen ja, die Spannung abgreift bzw. sich die Spannung über dem unteren Widerstand anguckt. Zur Benennung würde ich jetzt mal hier vorschlagen, nennen wir den R1 und den hier unten nennen wir R2. Was wir also wollen, ist, dass UR2 gleich 1,5 Volt sind. Soweit, so gut. Eure Aufgabe ist es jetzt also, einen Dimensionierungsvorschlag für die Widerstände R1 und R2 zu machen. Dazu findet ihr noch zusätzliches Material in Moodle, was ihr euch angucken könnt, aber nicht müsst. Und ferner sei an der Stelle noch verraten, dass es keine eindeutige Lösung gibt. Das heißt, ihr könnt mit den Informationen, die ihr jetzt nicht habt, Zahlenwerte für R1 und R2 bestimmen, die eindeutig sind, sondern es kann durchaus sein, dass eure Kollegen, mit denen ihr euch austauscht, und das würde ich an der Stelle auch nochmal dringend anraten, andere Zahlenwerte rausbekommen, die aber durchaus gleichermaßen richtig sind und auch ein vernünftiger Vorschlag. Also macht euch da nicht verrückt, wenn ihr abweichende Ergebnisse vorfindet. In diesem Sinne viel Spaß beim Lösen der Aufgabe.